Hallo, ich bin Feuerwehrmann Sam und heute erfahren wir was über Brandschutzvorkehrungen von meinen Freunden aus Pontypandy, Joe und Hannah. Ja, ich bin Joe Sparks und heute lüfte ich alle technischen Geheimnisse hinter den Rauchmeldern. Rauchmelder sind wirklich total wichtig, denn sie warnen uns vor gefährlichem Feuer, bevor es zu groß wird zum Löschen. Stellen wir uns doch mal vor, diese Kerze würde durch ein Versehen umfallen. Die wird auf gar keinen Fall umfallen, oder, Dad? Ach, so ein Quatsch, Hannah. Ich will hier doch nur was demonstrieren. In Ordnung, Dad. Dann zeig uns bitte mal, wie man den Rauchmelder richtig testet. Gern. Es gibt viele Methoden, den Rauchmelder zu testen. Ich mache das mit der Zündholzmethode. Man braucht nur ein Zündholz. Oder du drückst einfach mal auf den Testknopf hier. Ja? Ich weiß, was ich tue, Schatz. Also, das gerade eben ausgepustete Streichholz entwickelt Rauch. Und dabei entsteht Alpha-Strahlung, die die Ionisierung der Luftmoleküle... Ah! Oh! Und so hört sich das an, wenn der Test erfolgreich war und der Rauchalarm losgeht. Oh nein, oh nein, oh nein! Und ein richtiger Alarm, der durch ein richtiges Feuer ausgelöst wird, hört sich genauso an. Also, passt auf, dass überall Rauchmelder angebracht sind und regelmäßiges Testen nicht vergessen. Hallo, ich bin Feuerwehrmann Sam. Und heute erfahren wir mehr über Brandschutzvorkehrungen von Joe und Hannah. Denn heute zeigen uns Joe und Hannah, warum an eine Steckdose nie zu viele Geräte angeschlossen werden sollten. Das ist eine Steckdose. Und normalerweise sollte dort immer nur ein Gerät eingesteckt werden. Aber es kommt vor, dass man mehr als nur einen Stecker in eine Steckdose stecken will. Das ist auch in Ordnung, wenn ihr so einen Verteiler verwendet. Aber egal, was ihr tun wollt, wenn dabei Elektrizität eine Rolle spielt, holt einen Erwachsenen, der das für euch sicher erledigt. Wisst ihr, jede Steckdose hat eine maximale Leistungstoleranz, basierend auf der Stromstärke und den Wattstärken der jeweils an die Dose angeschlossenen Gerätschaften. Dad! Sieh mal hier, an eine Steckdose habe ich ganz viele Sachen angeschlossen, um zu demonstrieren, was die Gefahr dabei ist. Dad, das sieht mir aber überhaupt nicht sicher aus. Ganz ruhig, Hannah. Ich weiß, was ich tue. Oh, sieh mal, Jupiters Fernsteuerung ist voll aufgeladen. Wow, zischt der los! Schau nicht dahin, Dad. Sieh dir lieber das Steckerchaos an. Es sind viel zu viele. Ah. Deswegen sollten nie zu viele Geräte an eine Steckdose angeschlossen werden. Hallo, liebe Freunde, ich bin Feuerwehrmann Sam. Und heute lernen wir ein paar sehr wichtige Dinge über Sicherheit im Straßenverkehr. Mit Norman Man und Atomic Boy. Ba, 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 ba. Ich bin Norman Man. Und ich gebe euch gleich alle super Tipps fürs Überqueren von Straßen. Und das wird auch super schnell gehen, bevor Atomic Boy hier auftaucht und nur wieder stört. Mom, du musst mir mal beim Straßenüberqueren helfen. Was? Da sind drei Sachen, an die du immer denken musst, wenn du über eine Straße gehst. Zuerst natürlich stoppen, dann gucken und lauschen. Als erstes hältst du an der Kante des Gehwegs an und guckst in beide Richtungen. Dann stellst du die Ohren auf. Ah. Und wenn ganz sicher alles frei ist, dann kannst du schnell losgehen. Und dabei natürlich auch ständig gucken und lauschen. Norman Man, du hast ja schon ohne mich angefangen. Zu schade, Atomic Boy. Wir sind fast fertig. Seid ihr doch gar nicht. Wir können nochmal anfangen. Und zwar mit mir dieses Mal. Kommen Sie, Mrs. Price. Das ist meine Mom. Ah. Ah. Oh, Trevor, kommen Sie schnell, retten Sie mich. So, jetzt also noch einmal richtig. Wenn ihr über eine Straße wollt, sucht euch immer einen Erwachsenen. Zuerst am Rand vom Bürgersteig stehen bleiben. Und dann guckt und lauscht ihr ganz genau in beide Richtungen. Wenn wirklich kein Fahrzeug kommt, dann könnt ihr schnell rübergehen. Aber die ganze Zeit gucken und lauschen, während ihr über die Straße geht. Autos sind schnell. Das habt ihr gut gemacht. Wir sind die jungen Retter! Denkt immer daran, eure Haustiere ins Haus zu holen, wenn es ein Feuerwerk gibt. Alle unsere Haustiere sind jetzt in Sicherheit, Feuerwehrmann Sam. Alle bis auf diesen Tiger. Keine Angst, ich hab ihn ja schon. Ah,
Und er auch nicht. Genau, eure Tiere solltet ihr im Haus lassen. Denn das laute Knallen könnte sie erschrecken. Danke, Freunde. Hallo und herzlich willkommen zu Flats Feuerwerkssicherheitstipps. Wunderkerzen machen noch mehr Spaß, wenn man die Hände mit Handschuhen schützt. Oh, jetzt ist sie schon aus. Heiß, 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 heiß. Denkt immer daran, Wunderkerzen bleiben noch sehr lange heiß, auch wenn sie lange aus sind. Ihr solltet daher einen Eimer Wasser aufstellen, um sie sicher darin auszumachen. Kriege ich jetzt noch eine? Bitte, Sam. Hallo, ich bin Feuerwehrmann Sam und heute erfahren wir etwas über Brandschutzvorkehrungen von Joe und Hannah. Alles kann passieren, wenn in der Küche gekocht wird und keiner auf die heiße Pfanne aufpasst. Und ich übernehme die wissenschaftliche Erklärung dabei. Hier ist eine Bratpfanne mit Würstchen. Wir drehen richtig auf und stellen den Herd auf die höchste Stufe. Wisst ihr, alle Flüssigkeiten, auch die Speiseöle, haben einen exakten Flammpunkt, entsprechend ihrer chemischen Zusammensetzung und der Molekularstruktur. Er meint eigentlich, wenn die Pfanne zu heiß wird, fängt es an zu brennen. Wie hier gerade. Da, meine Würstchen! Und wenn niemand auf die Pfanne achtet, wenn so etwas passiert, wird sich das Feuer ausbreiten. Sieht aus, als wenn es sich gerade ausbreiten würde. Lasst niemals eine Pfanne auf dem angeschalteten Herd und bittet stets einen Erwachsenen, euch beim Kochen zu helfen. Und wenn es in der Pfanne anfängt zu qualmen, dann ist sie bestimmt zu heiß geworden. Also den Herd ausschalten, dann kann die Pfanne schön abkühlen. Ich fürchte, das war zu heiß. Die Würstchen sind ganz doll verkohlt. Wenn es doch mal anfängt zu qualmen, dann niemals Wasser über die Pfanne gießen. Haltet schön Abstand und bittet einen Erwachsenen, das Feuer mit einem nassen Lappen oder einer Löschdecke zu löschen. Und herzlich willkommen zu Flats Feuerwerkssicherheitstipps. Bist du bereit, Sam? Ja, Mike. Wichtig ist, die sichere Distanz zu allen Feuerwerkssachen. Ich sehe gar nichts. Ich glaube, du solltest zumindest so nah sein, dass du noch etwas von dem Feuerwerk siehst. Oder, Mike? Hallo und herzlich willkommen zu Flats Feuerwerkssicherheitstipps mit mir, Mike Flatt. Wirst du ihnen den Sicherheitstipp jetzt auch geben? Ja, aber ich warte doch noch auf mein Musikintro. Aber bei 30 Sekunden reicht die Zeit dafür nicht, Mike. Oh, na gut, Sam. Ja, also, wenn ein Feuerwerkskörper nicht gleich hochgeht, dann bloß nicht hingehen. Das kann dauern. Ich bin James. Ich bin Sarah. Ich bin Mandy. Und ich bin Norman. Und wir sind die jungen Retter. Und heute geben uns die jungen Retter ein paar sehr wichtige Tipps für den sicheren Umgang mit Streichhölzern. Alles klar, Norman. Für unseren heutigen Sicherheitstipp musst du uns zeigen, mit welchen von den Sachen man auf keinen Fall spielen sollte. Ist es das Spielzeugauto, die Bauklötze vielleicht oder die Streichholzschachtel? Ist ja kinderleicht. Natürlich die Bauklötze, die sind doch für Babys. Unsinn, Norman. Denk noch mal nach. Das Auto. Sieht aus, als wenn es nicht richtig fahren könnte. Nur James wird mit so etwas spielen. Unsinn, Norman. Es ist schließlich ein Feuerschutztipp. Was könnte es sein? Was meinst du? Zündel, zündel, da flammt die Flamme. Oh, aber ich wollte doch so gern mit diesen Streichhölzern spielen. Wir hätten Mikado damit spielen können. Unsinn, Norman. Streichhölzer sind nun mal kein Spielzeug. Und natürlich solltet ihr sie immer sicher wegpacken. Das wusste ich auch eigentlich. Danke, Freunde. Ich bin James. Ich bin Sarah. Ich bin Mandy. Und ich bin Norman. Und wir sind die jungen Retter. Heute zeigen uns die jungen Retter, wie man immer sicher Spaß hat in Schwimmbädern und Swimmingpools. Wir gehen immer schön langsam im Schwimmbad und auch am Swimmingpool. Und laufen nie. Sarah und James zeigen uns das jetzt mal. Nicht laufen. Na los, nun mach das schon vor. Das ist doch Quatsch, Norman. Jedes Kind weiß doch, wie Gehen aussieht.
Ich wette, ich kann viel schneller gehen als du. Kannst du nicht. Oh, du denkst, das wäre schnell? Denkt immer dran, nicht rennen! Keine Sorge, Onkel Sam, machen wir nicht. Gut so, James. Du liegst in Führung. Was fällt dir ein, meinen Freund ins Wasser zu schubsen? Und was sonst sollten wir eigentlich auf keinen Fall machen, Norman? Wir sollten auf keinen Fall jemanden ins Wasser schubsen. Tut mir leid, Sam. Tut mir leid, Sarah. Ja, mir auch, James. Also denkt immer dran, gehen und nicht laufen. Man kann zu leicht ausrutschen. Und schubsen geht gar nicht. Danke, Freunde. Hallo, liebe Freunde. Ich bin Feuerwehrmann Sam. Und heute lernen wir ein paar sehr wichtige Dinge über Sicherheit im Straßenverkehr. Mit Norman Man. Und Atomic Boy. Hallo, Erdlinge. Ich bin Norman Man. Und ich bin Atomic Boy. Und heute kriegt ihr von uns beiden alle super Norman Tipps zu... Norman Price, du wirst heute nirgendwo hingehen, wenn du nicht deinen Schutzhelm aufsetzt. Oh, Mom, wir drehen doch einen Verkehrssicherheitsfilm für Feuerwehrmann Sam und du machst alles kaputt. Ich setze meinen Helm jetzt auf, Mrs. Price. Ich setze meinen Helm jetzt auf, Mrs. Price. Oh ja, und wie schmuck du durch ihn aussiehst, James. Ich bin nicht James, ich bin Atomic Boy. Und ich bin Norman Man. Und Norman Man trägt keinen Helm, wenn er sein Norman Man-Mobil fährt. Ach, na ja, dann. Dann fährt er sein Norman Man-Mobil eben nicht. Aber Mom, Helden tragen doch keine Helme. Kommt, Leute, hier lang. Oder aber vielleicht doch? Ba, 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 ba. Norman Man eilt zur Rettung. Mit Atomic Boy. Also denkt dran, Erdlinge. Fahrt vorsichtig. Ah! Und wahre Helden haben immer ihren Helm auf. Hey, wir sind die wilden Männer von Pontypandy. Und heute sind wir am Strand. Hey, Moose, Tom, alles in Ordnung? Klar, Sam. Naja, wir zeigen nur gerade allen, wie man auch in freier Natur sicher ist im Wasser. Wenn ihr so am Planschen seid, passt gut auf, dass ihr nie mit dem Rücken zur See steht. Manchmal kann einen so eine Welle einfach umhauen. Pass auf die Welle auf, Tom. Das war knapp. Schon okay, Sam. Alles unter Kontrolle. Da habe ich ordentlich viel Meerwasser geschluckt. Was zu trinken, Tom? Ja, bitte, Mann.